So, liebe Leute, es ist Tag 3 in Tampa Bay. Es ist schon 15 Uhr, Alter. Wir haben den ganzen Morgen nur ein Gameplay aufgenommen, gechillt und gepennt. Wir fahren jetzt... los zum Mittagessen und dann danach in eine nice Mall. Nochmal eine andere, als wir gestern waren. Also eine andere Mall wird nochmal ausgecheckt. Und dann danach wird ein bisschen Basketball gezockt und ins Gym gegangen und so. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wir haben uns entschieden, auf der Base hier was zu holen. Wir waren bei Charlie's, glaube ich, heißt es. Oder Charlie oder irgendwie sowas. Nice Sandwich, das heißt Chicken Bistro, das Sandwich. Wir haben beide das gleiche. Ein paar nice Fries, nicer Drink. Pretty fire. So, wir haben fertig gegessen. War jetzt nicht ultra lecker, um ehrlich zu sein. Das Restaurant von gestern, wo wir die Sandwiches hatten, war auf jeden Fall besser. Das hier ist halt Fast Food, das andere war so ein richtig nices Restaurant. Wir fahren jetzt ab in die Mall und gucken mal, ob wir uns da was Nices holen. Yo, Alter, wie geil ist denn diese Aussicht hier eigentlich, wenn man hier lang fährt? Einfach mal in Tampa, ab zum Mall, Junge. Sieht einfach so nice aus, Alter. Da einfach mal die geile Skyline und der Ozean. Dann hier Palmen und... Take the next left onto West El Prado Boulevard. Dann hier Palmen und Hochhäuser, Alter. Einfach nur geil. Was für ein nices Out. So, Leute, wir sind in der Mall angekommen. Wir befinden uns gerade bei JCPenney, glaube ich, weil das der erste Laden war, wo man so reingegangen ist. Also, das war der Eingang. Kishan und ich probieren natürlich auch was Nices für unsere Freundinnen zu finden. Freundinnen. Kishan für seine Freundin, ich für meine Freundin. Deswegen gucken wir einfach mal ein bisschen rum. Right? Ja. Ja, und ja, wenn wir was finden, lassen wir es euch auf jeden Fall wissen. Mal wieder ganz typisch Footlocker. Eine geile Mall hier mit so einem Springbrunnen. Guck mal, wie nice es hier aussieht einfach. Florida-Wetter da oben. Und jetzt gehen wir mal zu H&M rein. H&M. This is insane. All of these crazy arcade games from when I was a kid. Arcade Legends, Mrs. Pac-Man. Oh my god. So nice. Bruh, they even have the Star Wars Episode 1 pinball machine. What the hell? Trash, bro, trash. Nice. Dude, that's so cool. As far as to find a helping hand is at the end of your arm. Yes, you must work for happiness, so go on. Yeah. Go along. Yeah, bro. Fine. Jordan Brand, bruh, this Dick's has two floors. There is Jordan everywhere, bruh, Jordan everywhere. Respect, respect. Die haben hier einfach mal noch Jordans, die es in anderen Läden wie Footlocker oder so nicht mehr gibt. Einfach mal den Jordan White Premium. Nice. Den Jordan 4er Motorsport. Nice. Jordan 3er Black Cement, Alter. Nice. Jordan 9er, keine Ahnung. Also 9er, keine Ahnung, welcher das ist. So, hier ist einfach mal eine Tischtennisplatte vor diesen Dick's Sporting Goods und da zocken wir jetzt einfach mal. Das Projekt 5. Unos, 2-0. Dos, 2-0. 3-2-0. 3-1. Three, two. Three, three. Four, three.
5-3. Uno, zero. Uno, uno. Dos, uno. Tres, uno. Four, two. Five, two. Also schon geil, dass sie einfach eine Platte in der Mall haben, so vor dem Sportladen. Kann man mal machen. Do you have any last words? Crazy! Hi, I'm good, how are you? Get that 100, bro. Take it out. No, wait. You said flipping 10K, but... Oh, no, I'm just looking at that. No! Welcome to Candy Wonderland! So much candy. Many jawbreakers. Yo! Let's stop feeling poop. Only in America, bro. Look at them jawbreakers. Down there. Some stuff ready. Yeah. This is crazy. What do you have to say, Eric? Huh? I'm dreaming right now. Candy Wonderland, bro. Yeah. Insane. T-shirt. Station straight out of Florida. God's plan. That's nobody, bro. Bro, is this Paco here, bro? Yes. Bro. Two to the top. Hell yes. Yeah. So, liebe Leute, wir essen gerade Abendbrot. Kishan holt sich gerade noch einen nicen Smoothie und er hat sich Chips gegönnt. Ich habe mir ein nices Chick-fil-A Sandwich gegönnt, number one. Und einen geilen Smoothie. Hier ist Banane, Haferflocken, Zimt, Chiasamen, Kokosnuss, Datteln. Keine Ahnung, eine ganze Menge Scheiße ist hier drin und es schmeckt ziemlich, ziemlich geil. Alright, so I got this fire smoothie. Alright, this nice Caribbean jerk wrap. Und hier ist ein Smoothie mit Mango, Ananas und Joghurt. Ja. How is it? Sehr, sehr gut. Nice. Ja. Wir haben uns ein bisschen geile Ice Cream geholt. Das ist so eine Special Ice Cream, die so ohne Eier und so einen ganzen Scheiß ist. Very nice. This is a nice watermelon ice cream. Oreo. Ja. This has no milk in it. No milk, no eggs. What else? There was something else. I don't know. Whatever this is made out of, fire. Yeah. So, liebe Leute, es ist jetzt schon 12.30 Uhr nachts. Wir haben komplett vergessen, dieses letzte Video, diese letzte Szene zu filmen, wo wir euch zeigen, was wir uns alles in der Mall geholt haben. Deswegen machen wir das jetzt schnell. Als allererstes habe ich ein schönes Kleidungsstück für Sierra geholt. Kann ich jetzt aber nicht zeigen, denn Sierra guckt meine Videos und dann würdet ihr ja sehen, was das ist. Dann habe ich jetzt zwei Schmuckstücke geholt von Claire's. Kann ich jetzt auch nicht zeigen, weil sonst sieht sie's. Und dann richtig nice für mich selber. Dachte ich mir, Pink ist schon wieder ganz schön hart in der Mode, in Trends. Deswegen dachte ich, hole ich mir einen nicen pinken Hoodie. Denn ich fand, der sah auf jeden Fall schon ganz fresh aus. Moment mal kurz.
Joa, also meine Haare sind jetzt halt nicht gemacht oder so, aber ich glaube, der sieht eigentlich schon ganz nice aus. Dachte ich mir, kann man sich gönnen. Vor allem, wenn jetzt meine Haare gemacht werden, müsst ihr euch vorstellen, dann könnte ich noch dazu das pinke Visor tragen. Würde schon ganz nice aussehen. Oder den Hood, die Kapuze aufsetzen. Dann sieht es auch nice aus, wenn meine Haare gemacht sind. Das habe ich mir geholt. Und jetzt werde ich euch zeigen, was Keyshawn sich geholt hat. Keyshawn hat sich auch zwei Sachen geholt, beziehungsweise zwei Sachen für Michelle, für seine Freundin. Will er jetzt aber auch nicht zeigen, weil die das halt auch sieht, die Videos. Einmal Claire's und einmal was von H&M. Geil, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Das war Tag 3 in Tampa. Abonnieren, wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt. Morgen ist dann Tag 4. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric. Peace out.